wunderschönen Nachmittag nochmal an dieser Stelle. Und ich wollte Ihnen einfach mal ein paar Sachen erzählen, die ganz wesentlich aus meiner Sicht sind. Wir haben ja einige dieser Apps entwickelt, die man heute auf diesen Smart-TV-Plattformen auch am Laufen hat. Da gibt es jetzt nichts Revolutionäres. Einen wichtigen Punkt, den wir heute sicherlich schon gehört haben, ist, dass man dieses Thema Smart-TV oder TV-Apps losgelöst behandelt von einer digitalen Content-Strategie. Das ist, glaube ich, jedem klar geworden, dass man diesen Teil auch dort zukünftig ganz wesentlich mit einbauen muss. Weil alles, was so nebendran läuft, wird eigentlich nie erfolgreich. Also deswegen ist der erste Punkt natürlich, Sie müssen, wenn Sie sich für dieses Thema entscheiden, auch Ihre Content-Marketing-Strategie dahingehend erweitern. Ein wichtiger Punkt ist aber auch nochmal das Thema Ressourcen und Budget. Wenn Sie heute diesen Weg gehen, und wir haben ja sicherlich viele Beispiele von Broadcastern, wir sehen die ersten Marken, die dort einhergehen, oder auch Produzenten, die heute sagen, ich distributiere zukünftig auch direkt mit dem Endkunden, da ist es halt auch wirklich so, es wird halt keiner eine gute App bauen können oder eine über die Maßen erfolgreiche App mit einem sehr kleinen Budget. Bei dem Ressourcenthema wollte ich auch mit einbringen, es ist meiner Meinung nach ganz wesentlich dafür, wenn Sie auf der Seite derer, der diese App betreibt, nicht jemanden haben oder mehrere Leute haben, die für dieses Thema brennen, dann wird diese App auch nicht erfolgreich werden. Das ist ein Zusammenspiel von vielen Themen, dass so eine App natürlich auch erfolgreich wird. Die nächste Frage, die man sich natürlich auch immer stellt als Marke, habe ich denn überhaupt genügend Content? Kann ich das überhaupt abbilden? Also aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, jetzt kann es daran natürlich auch liegen, dass wir nicht die kleinsten Marken als Kunden haben oder Brands haben, aber jeder, der irgendwann auch damit angefangen hat, hatte diesen Content. Und keiner unserer Kunden bis dato hat eigentlich Content speziell dafür schon produzieren lassen. Es ist eigentlich eine Weiterverwertung von Content, der in irgendeiner Art heute schon vorhanden ist. Und Sie haben ja heute am Beispiel von Mercedes-Benz gesehen, die dort jetzt nicht nur Videocontent reingebracht haben, sondern auch ein Instagram-Channel dort mit reingebracht haben, die Livestreams mit reinbringen. Und warum? Sie haben natürlich die besondere Herausforderung, dass es nicht so ist, wenn ich heute ProSieben Sat.1 bin und natürlich ein Programm bis zum Abwinken in der Konserve auch habe, das zu tun. So eine Marke wie Mercedes-Benz macht vielleicht 2, 3 neue Videos im Monat. Ne? Aber für die war natürlich auch das Thema, damit wäre man natürlich keine große Community für unsere Marke am Bildschirm halten, sondern man versucht jetzt halt immer weitere Content-Arten dort mit zu integrieren, die heute noch physisch auch in anderen Channels schon zur Verfügung stehen, um die auch an diesem großen Screen zusammenzuführen. Also die Aussage dazu ist, in der Regel hat jeder diesen Content und man muss ihn halt nur intelligent aufbereiten und auch für diesen digitalen Kanal zur Verfügung stellen. Wir haben heute einiges an Apps schon gesehen und ein wichtiger Punkt ist sicherlich auch das Thema Design und User Experience. Es ist einfach so, haben Sie eine schlechte App, dann werden die Aufrufe natürlich nicht entsprechend groß sein. Wir haben heute natürlich auch noch die Herausforderung, anders wie jetzt in der mobilen Welt oder in der iPad-App-Welt, auch wo durchaus 6-stellige Beträge ausgegeben werden für Applikationen, wo nicht mal ein Einser und ein Zweier davor steht. Da sind wir heute im klassischen Smart-TV noch nicht ganz so weit, aber die ersten Projekte laufen dorthin. Und dann wird natürlich auch für diesen Teil wesentlich mehr Geld zur Verfügung stehen. Und Sie haben ja heute schon gesehen, es geht jetzt nicht nur darum, einen Livestream dort einzubinden, sondern es geht genau darum, auch Interaktivität dort mit reinzubringen, indem ich zum Beispiel hier, wie heute schon gesehen, von Empire Musikkanäle meine unterschiedlichen Geschmäcker dort einfach einstellen kann und dementsprechend auch konsumieren kann. Und was ich mal an dem Bild noch kurz verdeutlichen will, ist, wir haben heute gesehen die Berliner Philharmoniker und immer für mich ein sehr gutes Beispiel, weil immer weit vorne dran, dass aber auch vorletztes Jahr ist die Wiener Staatsoper gestartet, die Met ist jetzt gerade vor ungefähr einem Dreivierteljahr gestartet. Diese großen Opernhäuser sehen jetzt alle die Möglichkeit, auch dort tätig zu werden oder diesen digitalen Content direkt zu dem User auszuliefern. Und dementsprechend gut sehen heute eigentlich diese Applikationen schon aus. Die Plattformfrage, die wir heute schon gehört haben, ist ja eine ganz wesentliche, also ähnlich wie wir es heute im mobilen Bereich haben. Wenn ich heute eine App für ein iOS-Gerät mache, dann geht die nicht auf Android, dann geht die nicht auf BlackBerry und natürlich auch auf anderen Plattformen nicht. Die gleiche technische Herausforderung haben wir in dieser Smart-TV-Welt auch.
Und für Sie ist es eben ganz wesentlich, wen von diesen Möglichkeiten ich mir da draus picke. Wir selbst als MacMedia haben mal referenziert die relevanten Plattformanbieter, die Sie heute sicherlich auch da an der einen oder anderen Stelle schon gehört haben. Aber es bilden sich, sage ich mal, eigentlich 3, 4, 5 große Gruppen raus. Das ist natürlich Samsung, wie wir heute schon gehört haben. Und ich hoffe, jeder hat sich auch schon mal die 2016er Geräte heute angesehen. Also da, wenn mir heute noch mal einer erzählt, das ist so wie vor 3, 4 Jahren, dann hat er wahrscheinlich vor 3, 4 Jahren schon keinen Fernseher gehabt, der das konnte. Es entwickelt sich ja wirklich dahin, dass es Spaß macht. Und das ist ja eigentlich die gute Nachricht, dass die Hersteller einfach hier auch vernünftig Plattformtechnologien einbauen, Quad-Core-Prozessoren reinbauen, dass es eben schnell und flüssig wird, damit man auch viele Spiele zukünftig dort auch spielen kann. Als nächstes haben wir ja heute schon gehört Android. Da sieht man auch, dass immer mehr der in Anführungszeichen kleineren TV-Hersteller auf diese Plattform gehen. Und dann sehen wir natürlich die ganzen Media-Adapter mit Apple TV, mit Amazon Fire. Haben wir ja heute auch gehört, der kleine Stick, der meistverkaufte Artikel in 2015 auf dieser Plattform. Ich glaube, das werden jetzt mehr wie 100.000 gewesen sein, weil ich glaube, dass die ganz viele von diesen Geräten auch oder kleinen Sticks verkauft haben. Da wird sich sicherlich auch noch einiges tun. Ich glaube selber nicht daran, dass es auf irgendein Betriebssystem hinauslaufen wird. Das hat es in der Vergangenheit in keiner technologischen Branche gegeben oder Themenfeldern gegeben, dass da eine Technologie sich wirklich durchgesetzt hat. Aber ich glaube ganz fest an diese drei, was das Fernsehen betrifft. Und wie wir heute auch schon gehört haben, wenn man sich mit denen heute beschäftigt, dann kann man davon auch schon 80% des Marktes mit abbilden. Was auch nochmal wichtig ist, wann immer Sie diese Dinge nicht selber entwickeln, stehen Sie ja vor der Herausforderung, dass ich einen Dienstleister brauche. Aus meiner Lebenserfahrung heraus kann ich Ihnen nur raten, suchen Sie sich einfach auch jemanden, der möglichst viel, was Sie hier links stehen haben, an Musik, an Text, an Video, an Livestream, so verarbeiten kann, dass es relativ smart auf diese unterschiedlichen Plattformen für Sie ausliefern kann. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Sie werden immer eine Agentur finden, die Ihnen den einen Weg machen kann und den anderen Weg machen kann. Aber Sie brauchen meiner Meinung nach jemanden, wenn Sie das ernsthaft betreiben wollen, der möglichst viele dieser Plattformen für Sie abbilden kann. Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Wann immer Sie diese App entwickelt haben und diesen Weg auf sich genommen haben, dann endet das nicht mit der Einlieferung dieser App in dem App Store. Auch sicherlich keine Weisheit, aber das ist im Smart TV auch nichts anderes. Sie müssen auch dazu crossmedial diesen Kanal bewerben, dass dieser existent ist. Es gab in meinem kurzen Leben noch nie ein erfolgreiches Modell, wo dafür nicht geworben worden ist, crossmedial. Und wenn ich mir meine Kunden heute anschaue, haben die alle Kanäle. Aber sie werden heute, wenn sie bei Mercedes zum Beispiel, bei Audi zum Beispiel oder auch bei Porsche ein Prospekt aufschlagen, werden Sie immer sehen, hey, ich bin auf Twitter, hey, ich bin auf Facebook, ich bin überall, da sehen Sie noch gar kein Smart TV. Und das ist genau das Thema, auch da müssen große Marken, die zwar am Anfang kleine Schritte machen, auch noch wesentlich mehr dazulernen, dass man für die Information, dass es diesen Kanal auch gibt, zukünftig viel mehr tun muss. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn Sie alle diese 7 Punkte berücksichtigen, die alle nichts Revolutionäres sicherlich jetzt ausgesagt haben, dann haben Sie aber einen wesentlichen Punkt erreicht. Nicht, dass Sie dann in Urlaub gehen können, das meine ich jetzt mit dem Bild nicht, sondern wie wir heute schon gehört haben, wenn Sie das alles berücksichtigt haben, haben Sie eigentlich alles dafür getan, um den wichtigsten KPI der Zukunft zu bedienen. Und der heißt Time Spent with a Brand. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Körner. Wir diskutieren das Thema gleich weiter. Vielleicht wollen Sie schon Platz nehmen. Ich rufe dann die anderen Diskutanten auch auf die Bühne. Frau Streit, Herr Björn und Herr Neuland. Es geht weiterhin um die Frage der Anforderungen an die Marken für einen erfolgreichen TV-App-Auftritt. Und ich stelle Ihnen einmal das Podium vor. Ich beginne mit der Dame, Bettina Streit. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin von Koeno, die User Experience Spezialisten. Ganz außen haben wir San Won Byun, er ist Head of Smart TV Marketing von Samsung Electronics. Neben mir sitzt Felix Neuland, er ist Geschäftsführer von Neuland und Herzer und er hat Mercedes bei der Entwicklung der vorhin vorgestellten App beraten. Und Herrn Körner hatten wir bereits vorgestellt.
Wir haben jetzt eine halbe Stunde Zeit, um das Thema zu diskutieren, und ich möchte gerne nochmal in ein Produkt einsteigen für den Start. Frau Streit, Sie haben ja kürzlich eine sehr innovative App entwickelt, die insbesondere auf dem Thema 4K aufsetzt, was ja ein wachsendes Thema ist auf dem TV-Markt insgesamt und auch bei den Smart-TVs relevant, wie wir gehört haben. Sie haben dankenswerterweise angeboten, dass Sie diese App kurz vorstellen und uns ein bisschen erzählen, welche Erwägungen auch in das Design dieser App eingeflossen sind. Dafür gibt es auch ein Bildmaterial, soweit ich weiß. Ich sage noch mal ein paar Worte zu uns und zur Coino. Wir sind eine Münchner Agentur und wir sind spezialisiert auf Konzept und Design. Also wir sind rein kreativ, wir machen keine technische Umsetzung. Und wir, die Coino gibt es seit 12 Jahren, und seit der ersten Stunde machen wir Nutzeroberflächen für TV. Unsere Kunden, dazu gehört Sky, Deutschland, UK und Italien, bis hin zu RTL etc. Was ich Ihnen heute zeigen möchte, das zahlt vor allem auf das Thema User Experience und Usability ein, ist eine 4K-App, und zwar von SPI International. Das ist ein Content-Anbieter, ein internationaler Content-Anbieter, da möchte ich gar nicht so weit drauf eingehen, die sich entschieden haben, Inhalte, die sie in 4K, in Native 4K haben, in eine App zu packen, um das Thema 4K nach vorne zu bringen und den Nutzern, die sich einen 4K-Fernseher kaufen, eben auch die Möglichkeit zu geben, auch 4K-Inhalte zu konsumieren, was ja im Moment noch etwas rudimentär ist. Dafür haben wir die App konzipiert und designt, und wir haben im Vorfeld vor allem Nutzer dazu befragt. Das ist das, was mir heute so ein bisschen abgegangen ist. Es wurde an der einen oder anderen Stelle immer schon mal erwähnt. Herr Becker hat angefangen damit, sagen, dass User Experience ein wichtiges Thema ist. Das ist es definitiv. Technologisch ist wahnsinnig viel machbar mittlerweile, aber die Bedürfnisse und die Anforderungen, die die Nutzer haben an ein Produkt, an eine Marke, an ein Thema, das wirklich zu erfahren und das Produkt daraufhin auch auszurichten, ist ein wesentlicher Punkt für den Erfolg eines Produktes. Wir haben in dem Fall die Nutzer befragt, die sich einen 4K-Fernseher gekauft haben, und solche, die sich einen kaufen werden, was ihre Bedürfnisse sind, die sie damit erfüllt bekommen möchten. Und der wesentlichste Punkt, der dort rauskam, ist, sie wollen diese brillanten Bilder sehen, und sie wollen diese Technologie, die ein Ultra-HD-Fernseher mit sich bringt, erleben können. Und so sind wir dann an das Konzept rangegangen. Ich zeige Ihnen jetzt ein paar Bilder, leider ein bisschen dunkel, und danach einen kurzen Prototypen dazu. Die App geht jetzt in Kürze auf Fire TV Live und auf Samsung. Die Idee ist, hier im Fokus Bewegtbild zu zeigen, und zwar in Realtime. Also das, was Sie hier hell sehen, bewegt sich bereits, ist bereits ein 4K-Video. Und die darunterliegenden bewegen sich auch in Slow Motion. Es sind jeweils 2 Minuten Trailer aus dem echten 4K-Content, sodass der Nutzer einsteigt und bereits Bildwelten eröffnet bekommt. Wenn er sich dann weiter in die Kategorie navigiert, ist es genauso. Alles, was fokussiert ist, immer Bewegtbild. Also ich habe sofort einen magischen Moment, in dem ich erkennen kann, wie toll dieses Bild ist, und werde immer tiefer gezogen. Auf der Detailseite, jetzt hier eine Serienseite, habe ich auch im Hintergrund bereits, sehe ich bereits den Film, der hier fokussiert ist. Und gehe ich dann auf den Play-Button, dann bekomme ich den Film, wenn ich Subscriber bin. Wenn ich es nicht bin, kriege ich hier vorher noch die Schranke und muss mich anmelden oder einloggen. Und das Ganze sieht dann so aus, dass man es sehen kann. Also ich habe mehrere Bewegtbilder, sehe bereits diesen Inhalt, so wie er sich dann auch zeigt, wenn ich das Video mir anschauen kann, und habe damit dieses Bedürfnis erfüllt, dass die Nutzer diese Brillanz sehen wollen.
Die App ist bereits ist rein auf dieses Thema hin ausgerichtet, hat einen ganz, ganz klaren Fokus und hat vor allem erfüllt das Bedürfnis auch des Unternehmens, dort Subscriptions abzuschließen und die Leute dazu zu bringen, diese App auch nach wie vor zu nutzen. Und das ermöglicht dieses Konzept. Super. Ja, was ist jetzt das Außergewöhnliche an diesem Bedienkonzept? Abgesehen jetzt davon, dass natürlich alles auf Bewegtbild basiert, haben Sie da jetzt schon die Gestensteuerung oder andere Steuerungsmöglichkeiten, die an den modernen Smart TV möglich sind, mit eingebaut? Also Gestensteuerung haben wir nicht mit eingebaut, weil wir da im Moment noch nicht wirklich dran glauben. Was hier die App funktioniert extrem intuitiv und einfach, nur über die über das Steuerkreuz, die vier Pfeiltasten, OK und Back. Es ist vollkommen eindeutig und klar für jeden Nutzer, auch in Usability-Studien, dass sie mit diesen Steuerungselementen wunderbar zurechtkommen. Und es ist maximal einfach, sich hier durchzunavigieren. Und man kann einmal die hierarchische Ebene nach unten gehen, man kann aber auch von der Startseite sofort mit Play in den Content einsteigen und kann sich auch innerhalb des tatsächlichen Filmes mit rechts und links durch die Contents bewegen. Was natürlich auch nur möglich ist bei einer Technologie wie UHD oder SHD, die jetzt die Möglichkeiten bieten, dass man wirklich mit Transitions, mit Übergängen im Bewegtbild arbeiten kann, was bei älteren Technologien ja noch nicht so möglich war. Super, vielen Dank. Herr Neuland, Sie begleiten Ihre Kunden ebenfalls in innovative Geschäftsfelder und unter anderem eben Mercedes-Benz, wie wir vorhin schon gesehen haben. Warum sollte man als Unternehmen aus Ihrer Sicht aktuell in den Bereich Smart TV einsteigen? Ja, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt jetzt. Wir haben hier jetzt ein paar Technologien heute gesehen, die ja vielleicht ein bisschen auch signalisieren, dass der Moment, wo die Nutzung, sage ich mal, gewisse Hürden mit sich gebracht hat, so langsam ausfadet. Es gibt, glaube ich, durch die angesprochene 4K-Technologie darüber hinaus eben die Möglichkeit, noch emotionaler zu werden, nicht nur über die Größe des Bildes, sondern auch über die Qualität des Bildes. Also wenn ich jetzt mal an Mercedes-Benz 4K-Content denke, wir haben, glaube ich, fast 80 Zoll, wenn man das mal gesehen hat, in 4K, ein wirklich gut produziertes Video. Man hat das Gefühl, das Fahrzeug steht vor einem. Also das sind dann auch einfach, ist ermöglicht, dem Nutzer Produkte sehr viel emotionaler näher zu bringen. Das jetzt, sage ich mal, gesprochen auf Mercedes und natürlich gesprochen jetzt auch auf andere Kunden. Wir arbeiten auch für Lufthansa. Wenn ich jetzt Reisefieber auslösen will, gelingt mir das sicher auch viel mehr, wenn ich quasi da auch mit entsprechenden qualitativ hochwertigen Content auf dem großen Bildschirm arbeite. Ja. Sie würden also sagen, wenn man jetzt schon in den Smart TV App Bereich einsteigt, dann direkt in 4K oder gilt das nur für die Premium Marken? Klar ist es contentabhängig. Das heißt, wenn ich kein 4K-Content habe, macht das natürlich wenig Sinn. Für Premium-Marken bietet es sich an. Man muss natürlich wirklich bei den Marken im Einzelnen gucken, was sind denn die Mehrwerte. Wichtig ist, dass ich im Endeffekt das, was ich mache, dass ich einen Mehrwert habe für den Nutzer. Das heißt, es muss im Grunde genommen, ich muss entweder gut unterhalten oder eben besser informieren. Ich muss wirklich die Dinger auf das Smart TV bringen, wo das Smart TV quasi einfach auch die beste Plattform ist. Oder ich würde es jetzt mal sagen, der Flatscreen. Also ich sag mal, ich würde da gar nicht differenzieren, weil letztendlich, dass wir von so einem fragmentierten und schwierigen Umfeld reden, liegt an den vielen Playern im Markt. Das wird sich mit Sicherheit in irgendeiner Form bereinigen, im Sinne der User. Uns geht es im Grunde genommen eigentlich nur darum, möglichst einfach quasi den Content, wir haben vorhin auch das es wurde eigentlich schon sehr viel unseren Diskussionen vorweggenommen, wie wichtig es ist, im Kontext auch Informationen anzubieten. Und auch da ist die technologische Entwicklung, bietet da einen Haufen Möglichkeiten über Geo-Informationen, die ich habe über die Nutzer. Das heißt, ich kann im Grunde genommen wahnsinnig viel, viel, viel mehr machen, als aktuell gemacht wird. Und wir sind sehr gespannt,
auf was da noch alles kommt. Nochmal Stichwort Design und User Experience. Wie leicht oder wie schwer fällt es dann bei so einem neuen Design für eine App eben tatsächlich die Usability zu beachten und vorwegzunehmen, wie die intuitive Nutzung dann funktionieren wird schlussendlich, um genau nicht diese Excel-App, die vorhin ja sozusagen schon mal angekreidet wurde, zu machen? Also da ist sicher das Schwierigste, quasi auf Kundenseite dafür zu sensibilisieren, dass es nicht nur darum geht, irgendeine, sage ich jetzt mal, Mobile-App aufs Fernsehen zu bringen oder die Webseite im Endeffekt einfach aufs Fernsehen zu bringen. CI-Richtlinien, die ich im Grunde genommen für andere Plattformen entwickelt habe, die einem dann plötzlich im Weg stehen, wenn ich jetzt was sozusagen Neuland betreten will. Das heißt, das, was wir an der Stelle tun, ist letztendlich da auch den Kunden dazu zu bewegen, dass ihm bewusst ist, er lässt sich auf ein anderes Medium ein und er muss dann entsprechend natürlich auch genug Budget in die Hand nehmen, dass man das machen kann. Das gehört nochmal dazu. Also ich denke, ich bin sehr überrascht bei den ganzen Projekten, die jetzt heute vorgestellt wurden. Habe ich so den Eindruck, dass eine sehr hohe Sensibilität schon dafür da ist, dass das entsprechend auch berücksichtigt werden muss. Das ist natürlich nicht überall gang und gäbe. Es gibt noch eine Menge Marken, die sich sehr schwer tun, quasi in Konzepte und Design Geld zu investieren, sondern da geht es im Grunde genommen eher darum, dass die eher dann bereit sind, das Geld für Content auszugeben. Also das sind einfach Dinge, wo wir, denke ich mal, wo noch Luft nach oben ist. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt auch, weil jede schlechte App wird dazu führen, dass irgendwelche Nutzer enttäuscht abdrehen. Und wenn ich als Marke einmal, als Stellvertreter auf so einem Interface, als Markenstellvertreter mit so einem Interface in Verbindung gebracht oder in Kontakt komme und das gefällt mir dann nicht oder spricht mich nicht an, dann habe ich halt viel Schaden angerichtet. Das Bewusstsein ist sicher noch nicht bei allen Marken. Das heißt, das Designkonzept ist genauso wichtig wie der Content und auch eine Duplikation einer App für Mobile-Geräte auf den Fernseher wird nicht funktionieren. Nein, ja genau. Also, sagen Sie auch, Frau Streit? Absolut. Es ist ein komplett anderes Medium, es ist anders zu bedienen und es hat einen ganz anderen Fokus. Es ist ein Lean-Back-Medium, das haben wir heute ja schon oft genug gehört. Der Nutzer will Bilder sehen, er will sich emotionalisieren lassen, er will sich zurücklehnen, entspannen, wie auch immer. Das ist ganz was anderes, wenn ich ein kleines Device in der Hand habe und dort mich informieren will, was suchen möchte etc. Und doch gibt es ja relativ viele Anbieter, ich komme gleich zu Ihnen, Herr Björn, die sowohl auf den Mobile Devices drauf sind, als auch auf dem großen Screen jetzt. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Empire zurück, die sind ja auch auf allen Bildschirmen. Das heißt, da muss das Design nochmal angepasst werden. Oder wie würde das dann in der Praxis funktionieren? Idealerweise sollte das so sein. Für jedes Medium oder jedes Device sollte spezifisch angepasst werden. Das muss jetzt nicht kein komplett neues Designkonzept sein, aber es muss halt auf die Belange und die Bedürfnisse des jeweiligen Devices umgestellt werden. Also das liegt schon in der Tatsache daran, dass ich das eine mit den Fingern bediene, das andere mit der Maus und den Fernseher heutzutage noch mit der Fernbedienung. Mit der Fernbedienung, die sich aber auch verändert. Herr Björn, wir hatten ganz am Anfang des Tages ja auch schon einen Vortrag von Samsung, der auch mit eingeschlossen hat, eben das moderne Konzept, eine Fernbedienung für alle Devices und die Fernbedienung ist jetzt total abgespeckt. Wird das schon gut angenommen? Vielleicht darf ich ganz kurz noch auf die 4K-Thematik kurz sprechen. Ich finde es sehr interessant und auch sehr gut, dass gerade das Thema UAD und 4K nochmal erwähnt wird und auch sehr positiv besprochen wird, weil es sind letztendlich sind alle, ich sage jetzt mal Step-Up-Geräte und Premium-Geräte UAD-fähig und in diesem Zuge sollte man auch das Thema HDR erwähnen. Das ist leider noch nicht vorgekommen und es gibt leider noch zu wenig Hersteller, die 4K-Content mit dem High Dynamic Range-Inhalten sozusagen kodieren. Und wir glauben, und es wird ja wahrscheinlich auch ein Leitthema der IFA werden von diversen CE-Herstellern, dass gerade das Thema HDR für sehr viel Qualität sprechen wird. Eine gute Auflösung oder gestochen scharfe Auflösung ist natürlich auch sehr wichtig, aber gerade wenn es um den Betrachtungsabstand Fernseher, Zuschauer im Wohnzimmer geht, dann wird HDR das Bildqualitätskriterium schlechthin sein. Daher
Ich weiß, es ist eine große Herausforderung, dass Content in HDR so zu mastern und zu transportieren, so dass es auch in einer guten Qualität ankommt. Aber letztendlich sind fast alle UHD-Fernseher, die seit letztem Jahr nicht nur von uns in den Markt gebracht worden sind, HDR-fähig. Also deswegen eine Bitte. Ein kleiner Ausflug zum Thema HDR. Wenn Sie an UHD denken, denken Sie auch an HDR. Vielleicht machen wir dann auch mal eine Veranstaltung zu UHD und HDR. Aber jetzt zurück zu den Bedienkonzepten am Smart TV für die TV Alps. Genau. Sie haben jetzt ja eine abgespeckte Fernbedienung mit einem Steuerkreuz und ansonsten ist das wahrscheinlich eine gestenbasierte Steuerung. Wie wird das angenommen? Ja, wir haben ja schon an diesem Konzept arbeiten wir eigentlich schon seit 5 Jahren. Wir haben vor 4 oder 5 Jahren diese Mini-Fernbedienung eingeführt. Immer mit der Kombination einer klassischen Fernbedienung mit Zifferntasten und ich sage jetzt mal mit 52 Tasten oder mehr. Wir haben uns dieses Jahr entschieden, nur noch dieses Smart Remote einzuführen, weil wir glauben, dass wir mit dem neuen Konzept, also auch gerade mit dem neuen UI, vielleicht haben das schon die einen oder anderen Leute gesehen, mit innerhalb von 2 Klicks sofort in den Content gelangt. Natürlich auch nur mit Hilfe der Partner, also der Content-Partner. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir sehr viele Partner gleich zum Start weg gefunden haben, die eine entsprechende Recommendation mit integriert haben, die nicht von uns kommt, sondern extern eingeführt wird. Und damit kann man mit einer Fernbedienung sofort in den Content reinkommen, ohne dass man, ich muss jetzt das Wort auch wieder im Mund nehmen, man hat dieses klassische Lean-Back-Verfahren, man kann blind den Fernseher steuern, also man kann im Prinzip auch das Licht ausmachen, weil die gesamte Menüführung auf dem Fernseher stattfindet. Und gerade mit dem Vorschaubereich kommt man direkt in den Content, ohne dass man tiefer in die App-Welt reingehen muss und man kommt sozusagen in seinen Lieblingscontent rein. Deswegen glauben wir auch, dass man mit einer kleinen Fernbedienung, mit 2 Tasten und mit dem Home-Button im Prinzip jeden Content erreichen kann. Und es wird sehr gut angenommen, ja. Herr Neunert, ich kann vielleicht noch ergänzen, dass sich ja auch das Thema Voice Control mit einer Fernbedienung mit Mikrofon durchaus auch nochmal, einen Nutzen bringt an der Stelle, wenn man das jetzt mal vergleicht mit früher, mit wo man dann den Fernseher angeschrien hat. Ja, also Sprachsteuerung kann hilfreich sein, aber ich glaube, es muss ein Bestandteil der Produktstrategie des Inhalteanbieters sein. Wenn man den Content nicht so auslegt, dass man ihn auch finden kann, oder dann sollte man sich eher auf andere Sachen fokussieren als der Sprachsteuerung oder Suche. Wir haben das natürlich auch integriert. Es wird aber, ich glaube, wenn man das konzeptionell so umsetzt, dass man die Inhalte direkt auf dem First Screen bringt, dann kann man als gute Ergänzung noch die Sprachsteuerung benutzen, aber ich glaube trotzdem, dass die Fernbedienung an sich immer noch den Hauptnutzen der Bedienung ausmachen wird. Herr Björn, bei Samsung haben Sie ja unzählige Apps auf dem Smart Hub. Wie viele sind es aktuell für Deutschland? Oh, das sind ganz viele, aber relevant sind eigentlich nur Apps, die im zweistelligen Bereich sind. Also die Top 20 Apps, die werden auch am meisten genutzt. Die machen vielleicht, also jetzt ist das eine reine Schätzung, aber ich denke 70% der App-Klicks machen im Prinzip die Top 20 oder Top 30 Apps aus. Es ist ja gar nicht die Quantität der Apps, die relevant ist, sondern die Qualität. Und ich glaube, das Qualitätsthema, das haben wir ja heute den ganzen Tag schon besprochen, es ist extremst wichtig, dass Apps so programmiert sind, dass sie schlank programmiert sind, dass ich kein Ärger von der Qualitätssicherung bekomme und dass die Apps extrem schnell zugänglich sind. Inhalte müssen ganz schnell erreicht werden können. Und deswegen stimme ich da vollkommen zu, sobald eine App nicht gut programmiert ist, nicht attraktiv genug ist, dann wird der Kunde da kein zweites Mal reingehen. Können Sie ein paar nennen, von denen, die es alles besonders richtig gemacht haben unter den Top 20? Ja, das sind die großen Videoanbieter. Man kennt, unter anderem war auch ein Redner schon hier. Ich habe leider keine Fernseher zum Verschenken, sonst würde ich das jetzt auch gerne machen. es sind schon die großen Anbieter. Und was haben die jetzt richtig gemacht, außer dass sie natürlich ihre Marke im Hintergrund haben und den Content? Die Bedienführung. Die Bedienführung und die Visibilität. Es ist extrem einfach, bei einem großen Videoanbieter in die Inhalte zu kommen. Man muss sich sehr stark reduzieren auf das Wesentliche. Man sollte wenig Text nehmen, viel bewegt Inhalte. Am besten auch, wenn die App geöffnet wird, sollte gleich ein Video laufen. Und das sind so die wesentlichen Funktionen, warum eine App gut funktioniert. Eine reine textbasierte Applikation oder eine reine Adaption einer mobilen Applikation wird meiner Meinung nach nicht funktionieren.
Da möchte ich auch gerne noch was dazu sagen. Das ist definitiv richtig, aber leider sind wir halt heute auch bei den meisten Großen noch nicht wirklich so weit. Also dieses Thema Bewegtbild und TV wird heute, und das sehen wir ja, haben wir auch in vielen Bildern gesehen, es gibt einen App Store, das App Store-Konzept wurde überführt vom Handy auf das Fernsehgerät. Wir sollten auch mal drüber nachdenken, ist das wirklich das, was der Nutzer will? Wir kommen aus dem linearen TV-Konsum, wir alle, die wir hier noch sitzen und auch noch viele Generationen nach uns. Das ist das Konzept, das die Nutzer eigentlich haben wollen, und ihnen ist vollkommen egal, ob das ein gebroadcasteter Inhalt ist oder ob der von einem VOD-Anbieter kommt. Er möchte Bewegtbild sehen. Und wir schicken ihn auf ein App-Portal, wo er sich über Kacheln die Logos zeigen, aussuchen soll, was ihn interessiert und wo er hingehen soll. Deshalb, ich finde definitiv schwierig, hier müssen wir nochmal neue Ansätze finden, um diese beiden Welten wirklich konsequent und einfach, intuitiv, wirklich für jeden zusammenzubringen. Das ist meines Erachtens die Herausforderung der Zukunft, und es ist das Bewegtbild, was den Nutzer wirklich reinzieht und was ihn auch verweilen lässt auf den Inhalten. Verweildauer, das ist nochmal ein gutes Stichwort für Sie, Herr Körner. Sie hatten vorhin als KPI der Zukunft genannt, Time Spent with the Brand. Wie sieht es denn da aus auf dem Smart TV? Naja, also was wir sagen können, sicherlich von den Marken, die wir haben, und nehmen wir mal die Automobilisten, die ja nicht die kleinsten sind, mit Audi, Porsche und Mercedes. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Videos, die dort laufen, laufen auf allen anderen Kanälen auch, die laufen auf YouTube. Die laufen auf dem iPad, die laufen auch auf der eigenen Internetseite. Was wir aber sehen jetzt seit mehreren Jahren ist, dass die Verweildauer des gleichen Videos auf dem Smart TV am längsten ist. Und das ist ja wieder eine Implikation zu dem, was wir sagen mit dem der wichtigste KPI der Zukunft, und das ist sicherlich für Marken ganz maßgeblich, ist, wie viel Zeit der User mit der Marke verbringt. Und wir haben letztes Jahr bei Porsche die Kanäle so gebaut, dass wenn ich mir einen 911er-Kanal raussuche, wo 8 oder 9 Filme drin sind, und der einen startet, dann laufen die automatisch durch, mit dem Ergebnis, dass vom Start weg 38% der Leute den Kanal durchgeschaut haben. Und das schafft ein Porsche auf anderen Kanälen ebenso nicht. Und das ist sicherlich, oder hängt auch damit zusammen, dass dieses Lean-Back halt zwei wesentliche Vorteile hat. In dem Konsum, wenn ich heute eine mobile App habe und auf irgendein interessantes Video stoße, dann gucke ich mir das kurzfristig an. Wenn ich aber vor dem Smart TV bin, habe ich zwei wesentliche Punkte. A, ich bin zu Hause, und B, ich habe Zeit, weil hätte ich die Zeit nicht, würde ich den Fernseher wahrscheinlich nicht anmachen. Und dann ist es sicherlich so, dass die Herausforderung von 1000 linearen Kanälen, die wir heute in Deutschland haben, und wir uns immer wieder wundern, dass samstags doch auf nichts für einen läuft, die Leute dann auf diese Kanäle auch switchen und sich einfach tolle Videos, die ja mit immensen finanziellen Mitteln produziert werden, eigentlich anschauen können. Und das nächste Beispiel, was ich Ihnen noch sagen kann, ist, Mercedes hat letztes Jahr mal, die produzieren ja heute einen Film, da drehen die manchmal eine Woche bis 10 Tage. Und aus diesen 10 Tagen kommen ungefähr 30 Sekunden zusammen. Ein längerer Schnitt ist dann vielleicht mal 6 Minuten. Und sie haben dann aus einem dieser Filme einfach mal 30 Minuten geschnitten, mit dem Ergebnis, die Leute haben die 30 Minuten genauso angeschaut wie die 6. Und das heißt eigentlich für eine starke Marke, ich habe eigentlich heute schon die finanziellen Mittel, ich muss, wie wir es heute gehört haben von der Frau Schwengers, auch den Content vielleicht zukünftig auch für diesen Kanal nochmal ganz anders schneiden oder vorhalten, weil der Nutzer eine viel größere Bereitschaft hat, vor dem Fernseher oder vor dem Smart TV längere Zeit zuzuschauen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Sie begleiten ja einige Marken und Unternehmen in diese Smart TV-Welt mit den Apps. Können Sie ein paar Beispiele nennen für besonders erfolgreiche Produkte der letzten Monate, Jahre? Naja, also unser Kollege von Samsung hat ja erzählt, dass die großen Marken natürlich, die viel Videomaterial natürlich haben, ganz, ganz vorne sind. Wir haben ja auch einige Beispiele. Wir haben für ProSieben Sat.1 Galileo gemacht. Das war
obwohl nie promoted, nie vorinstalliert, von Anfang an sehr erfolgreich, wurde auch relativ schnell auf mehrere Plattformen umgezogen. Die Nina Peters hat ja heute Tierwelt Live vorgestellt, auch ein Riesenthema, aber auch da wieder natürlich dem Umfang geschuldet, dass Samsung eine Tierwelt Live relativ weit vorne am Homescreen mal positioniert. Dadurch fällt es auch wieder natürlich Marken, die dort Fuß fassen, auch leichter gefunden zu werden. Und warum Empire so erfolgreich ist seit 2010 auf Samsung, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass Samsung und Doc Schneider immer geschaut haben, dass die relativ weit vorn sind. Und das war so unbezahlbar für die, dass es anscheinend für ProSieben aber nicht so unbezahlbar war, dass sie sie letztes Jahr gekauft haben. Gut, da sind wir dann schon beim Thema Vermarktung und Auffindbarkeit. Und da ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie schafft man es tatsächlich dann auch herauszustechen aus diesen ganzen vielen Angeboten? Also es gibt jetzt eben zig 100 Apps, sage ich mal, teilweise sogar in die Tausende rein. Und es kommen immer neue dazu. Wie, vielleicht die Frage erstmal an Sie, wie kann man dann so eine App auch beim Kunden so positionieren, dass er sie findet, dass er sie sucht, dass er sie findet? Wer muss da eigentlich was machen? Ist es die Brand selbst? Ist es die Plattform? Also was wir heute ja auch schon gehört haben, war ja auch das Thema, wenn ich heute eine App mache, muss ich auch ganz klar dieses Thema in meine Markenkommunikation einbinden. Das heißt, ich muss dafür auch werben. Und das Werben bezieht sich nicht auf irgendwelchen oder Social-Kanälen nur, sondern das muss man natürlich auch in Printmedien machen und man muss es natürlich auch auf den Flächen tun. Und Sie haben ja vielleicht mal gesehen heute vorne bei Samsung die tollen Fernseher aus 2016. Der Platz da vorne im Homescreen ist eingeschränkt. Wir selbst haben ja heute noch das Vergnügen, mein Kollege Gerd Weiner, Ihnen etwas vorzustellen, wo gerade diese Problematik, sage ich mal, für Top-Marken auch ein erstes Lösungsfeld finden wird, indem wir dort etwas Innovatives vorstellen. Aber ich glaube, ganz wesentlich hängt es damit zusammen, dass ähnlich wie wir heute 1,5 Millionen Apps auf dem iPhone haben und wenn Sie sich mal selber Ihr iPhone anschauen, wie viel Sie da durchschnittlich runtergeladen haben oder wie viele ich davon regelmäßig nutze, dann ist das auch sehr eingeschränkt und ich glaube, dass die Marken heute die große Aufgabe haben, relativ weit mit nach vorne zu kommen. Da wird es andere Advertising-Modelle geben, als die, die wir heute kennen dazu, aber für alle wird es wichtig sein, möglichst bald ganz vorne in diesem Startleisten mit dabei zu sein und da wird man sich Konzepte überlegen müssen, um das noch viel weiter nach vorne zu bringen. Herr Björn, man kann ja auf dem Smart Hub sind natürlich auch bestimmte Apps vorinstalliert, aber man kann sich auch weiter dann dazu holen und runterladen und installieren und dann auch verschieben und so weiter. Wie stark wird das sozusagen angenommen? Also wie groß ist die Chance, dass eine App, die nicht von vornherein dabei ist, dann aber von einem Kunden aus dem Store geholt wird? Ja, die ist sehr groß, weil, wie schon richtig erwähnt, wir haben ja nur 4 bis 5 Plätze für eine mögliche Vorinstallation. Und deswegen haben wir auch den App Store. In dem App Store haben wir auch eine ganz gute Aufteilung in Genres. Und da findet sich jede App wieder. Also im Prinzip kann der Kunde, wenn der Interesse hat, Tierwelt zu sehen oder auch andere Applikationen, kann er sich die runterladen und dann auf seine Navigations- oder Hauptleiste einsortieren. Und die vielleicht vorinstalliert sind, die kann man löschen, die kann man verschieben. Also im Prinzip überlassen wir ja dem Kunden, welche Apps er vorne auf seinem First Screen haben möchte. Haben Sie dazu auch Marktdaten, wie viel Kunden oder wie viel Prozent sich noch weitere Apps dazuladen? Die GfK hat bestimmt einige Erhebungen, wir haben da leider keine Daten. Okay, dazu. Die GfK hören wir heute, glaube ich, nochmal. Vielleicht können wir da nochmal nachfragen. Ist das Thema Auffindbarkeit, Sichtbarkeit, ist das die größte Herausforderung aus Ihrer Sicht auch, Herr Neuland, oder nicht unbedingt? Schon, also selbst für Marken wie Mercedes. Wir hatten da den Case, dass Mercedes die Smart TV-App nutzen wollte, um einen neuen Brand, einen Personalisierungsbrand von Mercedes zu pushen und dafür ein eigenes Logo entwickelt hat, wo wir dann halt an den Installationszahlen sehen konnten. Obwohl da unten drunter Mercedes stand, dadurch, dass der Mercedes-Stern gefehlt hat, wurde es nicht als Mercedes-Content oder als Mercedes-App wahrgenommen. Das sind dann so die kleinen Details, die man dank der Auswertung relativ schnell identifizieren kann. Und das sind eben auch genau die Dinge, wo man dann letztendlich mit den Marken entsprechend bei der Konzeption von solchen Applikationen im Endeffekt auch drüber sprechen muss. Was sind die wesentlichen Kriterien, die es eben leicht machen,
eben die App zu finden. Ja, klar geht es auch um Vermarktung. Ich kann auch in Abbinder, sage ich mal, rein, wie jetzt Social Media überall verankert ist und da auch Aufmerksamkeit auf die Smart-TV-Apps liefern. Letztendlich ist der Key aber auch, dass der Inhalt relevant ist. Ja, das heißt, wenn ich im Grunde genommen gute Inhalte habe und wenn ich wirklich relevanten Content habe, sei es jetzt im Moment zum Beispiel den besten 4K-Content, ich kaufe mir für einen Haufen Geld so einen Fernseher, ich kann im Grunde genommen im Moment eigentlich wirklich nur über, den, über Apps auch 4K genießen und wenn ich da als Marke relativ früh Benchmark bin, dann finde ich das in Google, dann wird darüber berichtet. Ich kann letztendlich ja, da an der Stelle auch einen gewissen Buzz erzeugen, wenn ich im Grunde genommen frühzeitig einsteige und nicht erst dann, wenn es schon 50.000, sage ich jetzt mal, Apps im App Store gibt. Deswegen ist es für uns auch wichtig, mit unseren Kunden entsprechend da zu gucken, dass man den richtigen Moment nutzt und nicht erst dann aufspringt, wenn letztendlich die Messe schon gelesen ist, wie wir es jetzt haben in dem Mobile App Stores. Ja, wo man ganz klar sagen muss, ich weiß nicht, wer hier von irgendwelchen Marken da ist, die erfolgreichen Marken-Apps, die kann man wirklich an einer Hand abzählen. Und ja, das denke ich, ist sicher ein gutes Learning an der Stelle. Das heißt, der richtige Moment ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich würde es jetzt mal so wahrnehmen. Ich glaube, ich bin hier auch nicht alleine. Das war ja so ein bisschen der Tenor. Ich denke, dass das ein guter Zeitpunkt ist. Mich hätten jetzt mal die Zahlen auch von Apple interessiert. Die sind da ja sehr zurückhaltend. Aber vom Grundsatz her, das, was wir sehen, das, wo wir jetzt im Endeffekt, also die Zahlen sind okay. Ja, also sag mal, es ist aber klar ersichtlich, dass die Zahlen besser werden in Zukunft, weil einfach die Einstiegshürde viel geringer ist heutzutage. Also wenn ich mir jetzt die Smart-TVs angucke, die es jetzt gibt oder auch Fire TV oder auch Apple TV 4, das ist im Grunde genommen vom Joy of Use geht das in Richtung, sag ich mal, iPhone. Das hatten wir vorhin ja in einer schönen Grafik. Ich bin aus der Generation, ich war einer der ersten Smartphone-Nutzer. Ich habe mich da durchgequält durch die ersten Jahre und habe mich immer gewundert, warum keiner die Mehrwerte sieht und warum das so lange dauert. Und so ähnlich empfinde ich das auch bei Smart TV. Und ich denke, inzwischen haben auch die großen Hersteller, Samsung, denke ich mal, vermarktet das ja auch sehr intensiv. Haben im Grunde genommen auch letztendlich da den Weg bereitet dafür. Das machen ja bei Weitem nicht alle so, sage ich mal, intensiv wie Samsung. Ja. Herr Björn, nehmen Sie eigentlich jeden? Also alle Apps, die kommen? Ja, klar. Also es gibt da keine Auswahlverfahren? Nee, wir haben das ist eine offene Technologie und jeder kann eine App einreichen. Wir haben ja auch deswegen unseren Developer-Forum, der öffentlich zugänglich ist. Es gibt eine Hürde und das ist eine technische, wenn die, wir haben eine strenge Qualitätskontrolle, eine App darf jetzt unseren Fernseher nicht zum Absturz bringen, aber ansonsten kann jeder eine App einreichen. Das ist doch mal ein Wort. Frau Streit, vielleicht nochmal an Sie abschließend auch die Frage, was ist jetzt sozusagen der Top-Tipp, was ist unbedingt zu beachten? Nicht die Don'ts, sondern die Do's am liebsten, sehen wir es mal positiv, wenn jemand einsteigen will in den Bereich Smart-TV-App. Also den USP rauszuarbeiten und da gehört auch dazu, also nicht nur das Logo, das ist jetzt bei Mercedes, das jeder kennt, ist natürlich relevant, dass das in der App erscheint, aber auch der Name der App ist ein ziemlich relevanter, weil das ist was, wonach die Leute suchen. Im Bereich 4K, wenn man 4K-Inhalte hat, dann sollte das irgendwie auch in dem Namen erscheinen, weil die Leute suchen dezidiert im App Store nach 4K. Und wollen dort was finden. Also wenn das zum Beispiel nicht erscheint und man nicht genau weiß, ob ein Anbieter 4K-Inhalte hat, dann wird man da zum Beispiel schon nicht gefunden. Das ist das ist wichtig. Dann das, was wir vorher gehört haben, auf allen Kanälen kundtun, dass man eine Smart-TV-App hat, wie sie heißt, wie das Logo dazu aussieht, die Leute Awareness dafür schaffen, überall, wo es geht. Und dann natürlich eine gute Usability, ein gutes Design zu haben und relevante Inhalte und das Content-Management an sich, den Nutzern immer wieder
neue Inhalte in der App zur Verfügung zu stellen. Es gibt eine ganze Reihe von Nutzern, die nie über die Startseite rausgehen, sondern die immer das sich anschauen, was dort gefeatured wird. Dafür muss man Zeit und Ressourcen zur Verfügung stellen, um das wirklich richtig gut zu machen. Und dann muss sie einfach intuitiv sein. Bezahlprozesse müssen maximal einfach sein, haben wir heute von Jörg Dautwitz gehört mit Amazon In-App Purchasing. Das ist 2 Klicks und ich habe das Ding gekauft, ich muss nichts weiter tun. Das sind Konzepte, die funktionieren und die Nutzung nach vorne bringen. Wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit, aber da habe ich tatsächlich nochmal eine Frage, vielleicht an Sie, Herr Körner, zunächst. Das Thema Bezahlschranke für die Apps, ist das eine Hürde oder ist das eigentlich keine Hürde? Sind die Leute bereit, dafür zu zahlen, dass man sich Apps runterlädt auf dem Smart TV? Naja, man muss vielleicht mal dahin unterscheiden. Wenn man sich heute Samsung ansieht, dann ist das sicherlich die erfolgreichste Plattform an Größe. Aber hier ist es ja auch so, dass es dort eigentlich keine bezahlbaren Apps gibt, die heute etwas kosten. Dann ist es natürlich so, dass ich heute nicht, wie im Gegensatz zu Amazon Fire, heute den Umstand habe, dass ich wirklich mit diesem One-Click auch quasi das Abo abschließen kann, etc. pp., sondern gibt es in vielen Fällen da eben die Applikationen, die dann die Applikation an sich nichts kostet, aber der Content, da muss ich das außerhalb der App irgendwie mir freischalten lassen, um es dann am Smart TV genügen. Und da glaube ich auch, wie die Kollegin Fugueno gerade gesagt hat, es muss simpel sein, es muss einfach sein. Da hat sicherlich Amazon einen ganz großen Vorteil. Das Gleiche wird natürlich bei Apple TV genauso sein, weil das halt alles auf ihren Plattformen passiert. Das Thema Pay ist dort gelernt. Da werden andere Plattformen sicherlich noch adäquat noch was dazustellen müssen. Aber alle die kostenpflichtigen Content haben, werden darauf angewiesen sein, dass der User relativ einfach, wenn er denn will, mit einem Klick sagt, so jetzt will ich und nicht irgendwie erst draußen registrieren oder andere Sachen, ganz wesentlich. Okay, alles klar. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal einen Stopp, weil wir müssen auch noch ein paar andere Sachen besprechen. Es geht nämlich jetzt genau um das Thema Vermarktbarkeit und Refinanzierung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Diskutanten der Session. Ich danke Ihnen, Herr Körner, für den Vortrag. Und bei uns geht es gleich weiter im Programm. Applaus bitte fürs Podium. Applaus